Jetzt bleibt noch zu hoffen, dass es dieses Mal die richtige Information ist. Manchmal ist da Wumm drin, also da muss man aufpassen. Denn das, was er mir jetzt gerade anzeigt, ist nämlich das Essen vom letzten Mal, was wir gekocht haben. Und das ist ja jetzt heute was Neues. Da wäre es schon ein bisschen ärgerlich, wenn der da Schwierigkeiten machen sollte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der gleich richtig umschaltet. Ansonsten muss ich es später umbenennen. Okay, lässt sich jetzt nicht viel machen. Erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach lecker kochen. Wir machen uns ein Schmortomate mit Cabanossis. Ein schönes, leckeres Essen für abends. Dazu eine schöne Scheibe Brot. Mittags ist auch kein Problem. Aber es ist halt etwas, das macht warm, das macht satt. Das fühlt sich gut an, wenn man es isst. Und dazu selbstgemachtes Brot, genial. Wir machen uns ein schnelles Brot. Ein schnelles Brot bedeutet, hat keine Gehzeit, sondern es wird nur zusammengerührt und kommt dann direkt in den Ofen rein. Da das für mich auch Neuland ist, weil das sonst immer meine Frau macht, muss ich natürlich ziemlich viel nachschauen, aber das machen wir zusammen, läuft. Ach ja, genau. Und mein Handy versagt gerade. Was bedeutet ist, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, muss ich es auf dem Laptop nachgucken. Ich hoffe, ich verpasse niemanden. Und wir machen uns ans Brot. Das ist nämlich das Erste, was kommt. Es ist ein saftiges Vollkornbrot, was eigentlich aus wenigen Zutaten besteht. Im Prinzip gehört dazu Dinkelmehl. Also ich habe jetzt hier Vollkorn-Dinkelmehl. 2 Pakete Hefe. Salz, dann aus diesem wunderschönen Regal Apfelessig und da es ja ein mit Körnern sein soll, in dieser funkschönen Schale habe ich, beziehungsweise hat meine Frau, die Körner, die mit in das Brot rein sollen, eingeweicht. Genauer gesagt, die Körner mit kochendem Wasser übergossen. Und dann das Wasser kalt werden lassen. So, und diese Vorbereitung, die musste meine Frau machen, die kann ich leider nicht direkt machen, weil das dauert seine Zeit. Wenn ihr keine Kerne reinmachen wollt, sondern stattdessen Haferflocken nehmen wollt, das geht auch. Ihr könnt auch die Kerne, so wie sie sind, nicht vorbereiten, sondern ihr könnt sie direkt ins Brot reinmachen. Ist auch lecker. Ist dann halt nur ein bisschen, sagen wir mal, bissfester. Aber auch sehr, sehr lecker. So, dann, so jetzt brauche ich meine Statistik erst einmal, damit ich reingucken kann, wann die ersten wieder zwischengrätschen. So, Statistik ist wichtig. Auf geht's. Dann brauche ich noch einen Messbecher. Ich habe keinen, wo ich einen Liter abgreifen kann. Dann halt 2×500. Eine Schale. Ich hole uns einfach mal, oder beziehungsweise ich hole euch mal runter. So. Gut, jetzt müsste alles auf Knopfdruck funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Ranzoomen geht auch. Sehr schön. Also, hier kann man es jetzt noch einmal ganz gut sehen. Diese wunderbare trübe Flüssigkeit hier, da sind jetzt die Kerne drin. Und das wird alles zusammengeschmissen. Ich halte mich ein bisschen an die Reihenfolge. Die sagt, erst das Mehl rein. Da kommen die auf. Manchmal wert ist es wirklich. So, hoffentlich ist die Schale. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Schale nicht vielleicht ein bisschen klein ist, aber ich will es ausprobieren. Wie gesagt, das ist alles auch für mich jetzt Neuland, weil ich habe es bisher noch nicht selber gemacht, sondern bisher hat das wirklich nur meine Frau gemacht.
rein mit dem Speck. Ich habe schon so das Gefühl, das könnte eng werden. Ist schon ein bisschen eng. Ich habe aber keine größere Schale, oder? Moment. Komm, gehen wir auf Nummer sicher, nehmen eine größere Schale. Ich will es jetzt nicht riskieren, nach hinten raus noch irgendwelche Experimente zu starten. So. Dann brauche ich Wasser. Und zwar einen Liter. Da bin ich jetzt ein bisschen dreist. Ich nehme jetzt... Moment. Reihenfolge. Meine Frau hat es mir aufgeschrieben. Sie sagt, Dinkelmehl, Kerne, Wasser. Gut. Dann in der Reihenfolge. Ich brauche ein Sieb. Mal 7, was ist das? Feiner Sand, richtig. Jetzt erst einmal raus mit den Kernen aus der Schale. Kurz abtropfen. Ist eigentlich egal. In der Zwischenzeit kann ich die restlichen Kerne hier rauskratzen. So. Da kann man schön sehen, wie die alle noch hier so dran rumkleben. Dann. Einmal ausschaben. Rein da. Ich finde es immer schade, wenn man nicht alles rauskratzt. Ich meine, das ist alles wertvoll, das darf man nur ruhig, ne? Sich mal die Minute nehmen und dafür sorgen, dass wirklich das Ding leer ist. Ansonsten ist es echt schade drum. Jetzt packe ich mal hier auf den Tisch, dann ist es aus den Füßen. So, die anderen Kerne kommen auch rein. Ich merke langsam, wie die Lampe hier, die ich, Moment, so. Ich merke, wie die Lampe, die hier vorne ist, anfängt zu flackern, aber so richtig so dunkel. Ich befürchte, die macht es nicht mehr lange. Was eigentlich sehr schade ist, die macht nämlich einen super Job. So. Da. Moment. Was? 1 Liter Wasser. Also jeweils 500, also nicht zweimal 1 Liter, sondern zweimal 500. So, warum ich das in der Reihenfolge da reinschmeiße oder mich an die Reihenfolge halten soll, weiß ich gar nicht. Weil am Ende landet es ja eh alles drin, bevor ich es umrühre. Ist ein bisschen komisch. So, Wasser habe ich, Hefe. So, ich benutze Trockenhefe. Das sind jetzt 2 Pakete Hefe, die ich jetzt hier reinmache. Also ein Paket eigentlich so für 500 Gramm Mehl. Deswegen habe ich direkt 2 Pakete genommen. Sicher ist sicher. So, dann brauche ich Salz und den Teelöffel, den ich da drunter versteckt habe. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, müssten das 4 Stück sein. Ich check das gegen. Ja, 4 Teelöffel Salz, die da rein sollen. 2, 3 und 4. Aber im Prinzip ist es ja alles nur zusammenschmeißen. Ne? So, das packe ich auch nicht so weit weg. Jetzt kommt der Essig. Wo ist er? Apfelessig. Da. Riecht gut. Davon kommen auch 2 Esslöffel, meine ich. Ja, 2 Esslöffel rein. Korrektur, 4 Esslöffel. Ja,
ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. So, das macht dann einen besonderen Geschmack von dem Gericht aus. So, ist alles zusammen? Es ist alles zusammen, dann fangen wir an, das Ganze durchzurühren. Können wir auch ein bisschen näher gehen, ne? Ich meine, es ist ja... Es erinnert, von dem, wie es jetzt hier aussieht, erinnert das extrem stark an ein Eimer Wasser, Sand und einen sehr, sehr kleinen Aileho, der seine Matschburgen baut. Aber... Das wird ein Sandkuchen, den man tatsächlich sogar essen kann. Oder Matschkuchen. Was ja im Prinzip ein Brot ist, ne? So. Das rühren wir jetzt um. Zähes Zeug. Ich will es zumindest so lange rühren, bis ich kein Mehl mehr sehe. Dann habe ich zumindest das Gefühl, ich habe es genug gerührt. Das ist eher eine Form von Unterheben, so wie ich das mache. Oh, geht das in die Arme. Das liebe die Küchenmaschine. Alter Falter. So. Ist das ein geiles Training. Dann merkt man, wie schwach man eigentlich ist. Ne? Da schleppt man den ganzen Tag über irgendwelche 20 Kilo Kartons. Aber wenn du mal den Teig umrühren sollst, gehst du in die Knie. So. Das sieht jetzt aber auch so aus, als hätten wir alles gut verteilt. Ich will mir den Boden so ein bisschen angucken, ob da noch irgendwo so eine Mehlader ist. Das sieht aber jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe gut über den Boden gekratzt, ich habe es rausgeholt, das passt. Es ist auf jeden Fall schön verrührt. Und Ende. Ende. Wir schnappen uns eine Brotbackform oder mit Kuchenbackform, was ihr gerade da habt. Und Backpapier. Ich hatte mal was vorbereitet. Backpapier. Ich muss gerade gegenfragen. Schatz! Das Backpapier, wenn das nicht ganz reinpasst. Ist das egal? Nee, nee, ich meine damit eigentlich mehr, das Backpapier berührt die Ränder nicht. Das ist dann Teig auf ohne Backpapier. Komm mal bitte. So, ich bin einer der Männer, die nach dem Weg fragen können. Aua. Autsch, 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 autsch. Wie machst du es da rein? Ich krieg's einfach runter. Ja, das ist ja genau das, was ich meinte, dass an den Seiten das Backpapier dann nicht drankommt. Erstens ist das so ein kleines Stück und meistens geht das Brot an der Seite eben so hoch, dass das stehen werde. Okay. Alles klar. Dann schiebt das noch so ein kleines Stückchen nach da. Dann kann man voll gut sehen, wie du das Ding da am Ausbreiten musst. Warte, ich helfe mal. Ja, wenn das Teichgrün ist, dann hält es ja sowieso, oder? Ja, ja, das ja. Okay, dann weiß ich Bescheid.
Ich habe jetzt echt gedacht, dass hier das Stück, wo es nicht ganz passt, Probleme machen würde. Nein, das geht meistens eh nicht so hoch. Ansonsten auf dem Stückchen kannst du es abkratzen und ja. Dankeschön. Bitteschön. Ja, und jetzt verschwinde. Mache ich. Ich gehe jetzt zu meiner Zweitbahn. So. Da. So, tatsächlich hatte ich wirklich ein bisschen Schiss, weil hier halt immer noch so ein bisschen frei ist. Na, kann man das überhaupt sehen? So. So kann man das sehen. Es ist nicht ganz bündig abgeschlossen, deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber zum Glück bin ich einer der Männer, die nach dem Weg fragen können. So. Und da kippen wir die ganze Plörre jetzt einfach rein. Nicht abhauen. Ich habe ein bisschen mehr gefunden. Ich hoffe, das macht nichts. Das rühre ich jetzt auch immer schnell runter. In der Hoffnung, dass es nicht auffällt. Und ich habe einen schönen Schaber. Ich finde diese Schaber hier, finde ich total cool. Weil es ist immer so schade. Also entweder man leckt den Topf aus, was jetzt in diesem Fall nicht empfehlenswert ist. Oder man kratzt eine halbe Ewigkeit daran rum, bis man so viel wie möglich von dem guten Zeug noch retten konnte. Und deswegen verwende ich diesen Schaber ganz gerne, weil man damit auch wunderbar einfach an der Wand entlang fahren kann und wirklich viel rauskriegt. Und das mag ich. Das ist der Grund, weswegen ich mir den geholt habe. Und auskratzen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. So, das kommt weg. Einmal auf den Tisch. Das räume ich gleich alles zusammen weg. Liebes Rezept, wo steht die Backzeit? Die Backzeit, da. Kalter Ofen, 200 Grad Ober-Unterhitze, Zeit eine Stunde. Perfekt, genau das Richtige für uns. Da. Das kann weg. Dafür brauche ich jetzt einen Rost. Das Gute ist, das brauche ich nachher auch wieder. Einmal rein. Ober-Unterhitze 200 Grad. Und so wie es ist, in den Ofen. So. Dann einmal Wecker stellen. Ah, jetzt juckt's. Küchenuhr. Wir stellen den Wecker.
eine Stunde läuft. Dann können wir, dann kümmern wir uns um die Schmortomaten mit Cabanossis. So, jetzt geht es natürlich darum, dass wir die Zutaten, die wir dafür brauchen, uns zusammensuchen. Und auch hier hilft meine Kladde, die mir sagte, wo ich was finde. Als erstes möchte sie, dass ich Zwiebeln finde. Ist auch Knoblauch bei? Ja, Knoblauch ist auch bei, das ist gut. Da bin ich nämlich gerade. Dann Knoblauch. Da steht 2 Zehen, also machen wir mal, ja, ein bisschen mehr. 13, 14, irgendwie sowas in der Art. So, dann haben wir die Zwiebeln, dann haben wir das. Ich sehe gerade, ich habe noch gesaut. Das muss ich vorher wegmachen. So, als gekonnter Katzenmalheur-Entferner ist das gar kein Problem. So. Dann, wir haben Zwiebeln, wir haben Knoblauch, wir haben Tomate. Genug Tomaten, genug Cabanossis. In dem Fall, naja, sagen wir mal, die Menge, die hier draufsteht, ist 200. Pro Teller, würde ich mal sagen, ist damit gemeint. Dann 1,5 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter. Was heißt denn für ein Quatsch? 1,5 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter. Habe ich nicht. Machen wir anders. Machen wir anders, machen wir Folgendes. Ich nehme jetzt eine Schale und dann gehen wir jetzt einkaufen. So. Als erstes nehme ich mir einen Teelöffel und packe in die Schale mal 2 Teelöffel Oregano. Wobei mich interessiert, heißt es eigentlich Oregano oder Oregano? Ich habe keine Ahnung. Das ist eins von den Dingen, die ich wirklich null weiß. Ohne Scheiß. Dann zu dem Oregano. Kommen Tannenzapfen, Tannennadeln, Rosmarin. Davon nehme ich aber nicht viel, weil ich finde, dass der, wenn man ihn nicht im Auge behalten kann, und er anbrennt, sehr schnell sehr bitter wird. Deswegen bin ich an der Stelle immer so ein kleines bisschen vorsichtig, was das Thema angeht. Dann hätte ich ganz gerne ein bisschen Basilikum, weil ich finde, Basilikum passt zur Tomate wirklich sehr, sehr toll. So. Und da haben wir noch ein bisschen Basilikum. So. Von der Menge her 2 Esslöffel. Und jetzt überlege ich gerade, was ich gerne noch da drin hätte. Vom Geschmack her, von diesem fleischigen Aroma, was es ja gibt, wäre Majoran nicht schlecht. Ich denke, das würde gut passen. Jetzt schnappen wir uns nochmal Majoran. So. Das riecht auf jeden Fall sehr gut. Was eigentlich unfair ist, weil die meisten Kräuter oder Gewürze empfindet man ja als positiv, angenehm. Bis auf, Moment. Dieses Zeug hier. Das ist
Das ist ein Teufelszeug. Hat auch, heißt auch, glaube ich, fast genauso. Asant. Das stinkt wie Hölle. Es sieht sehr harmlos aus. Sieht so ein bisschen aus wie Mehl. Verhält sich auch so. Aber es ist beeindruckend, wie... Boah. Es ist echt beeindruckend. Es stammt aus der indischen Küche und soll, wenn es dann mal im Gericht drin ist, so ein bisschen so, ja, Zwiebel-Knoblauchartig das Gericht noch mal so ein bisschen Tiefe verleihen. Aber alter Schwede, ich habe selten ein Gewürz gehabt, was so stinkt. Leck mir alle fünf. Ich lese einen Mandra. Anti-Lurk, bla bla bla. Dankeschön, mein Freund. Vielen, vielen herzlichen Dank. So. Die eingerührten Kräuter bleiben so, wie sie sind. Ansonsten sagt er noch Salz, Pfeffer und ein bisschen Gewürz zum Garnieren. Aber das kriegen wir alles hin. Final fehlt noch Mozzarella. Jo. Das ist auch eigentlich ganz gut, den können wir direkt rausholen und können ihn abtropfen lassen. Dann haben wir den schon mal hinter uns. So, ich gehe jetzt das Rezept durch, dass ich es auch alles richtig mache, weil, ne, muss hier nicht sein. Wir haben Zwiebel, Knoblauch, ist alles dabei. Mal gerade rüber, bla bla bla. Pfanne, alles in Ordnung. Kamalossi rein. Anbraten, rausnehmen. Also im Prinzip ist es ja echt simpel ohne Ende. Einmal gegengelesen, das Thema ist durch. Machen wir uns was Leckeres. So, auf geht's. Wo ist die Pfanne? Da ist die Pfanne. Dieses wundervolle Rezept möchte, dass wir die Cabanossis zuallererst einmal uns vornehmen und diesen dann ein klein wenig Farbe zu verleihen. Ich würde das Ganze dann allerdings in eine komplette Vorbereitung umändern. So. Ich verschaffe mir jetzt gerade mal ein bisschen Platz, dass... Moment mal. Gott sei Dank habe ich da noch nichts reingeschmissen. Ich sehe mich gerade, dass das sauber ist. Ergo ist die Idee, hier alles auf den Tisch zu stapeln, gerade eine sehr, sehr gute Idee gewesen. So. Also. Tomaten müssen vorbereitet werden, die Wurst muss vorbereitet werden und Knoblauch und Zwiebeln. Das schaffe ich aber alles just in time. Das heißt, groß vorbereiten brauchen wir nicht. Wir machen einfach nur das Tempo in der Pfanne ein bisschen weiter runter und dann kriegen wir das hin. So, auf geht's. Einmal runter an den Tisch. Pfanne steht da ja schon. Die schalte ich jetzt auf 4. Beziehungsweise auf 4 von 12. Also auf ein Drittel der Gesamtkraft. Raus mit euch, Tomaten. Ihr seid frei. Ja, wir sind frei. Lass uns feiern. Womit feiern wir? Mit einem Schmortopf mit Tomate. Ja, Moment. Wartet mal. Ihr darauf. Ein bisschen Papier, damit ich das Geschnipsel hier noch da reinkriege. Dann. Moment, Öl mache ich noch nicht in Pfanne. Pfanne soll ein bisschen Temperatur kriegen, bevor ich das Öl reinmache. Ich will nicht, dass der Rauchpunkt erreicht ist und dann ist das Öl, fing das Öl an zu verschwinden. Das brauche ich jetzt an der Stelle nicht. Das muss nicht sein. So. Ah! Ich sehe gerade, dass die Kamera ja auf die andere Seite zeigt.
Dann macht es Sinn, wenn ich auch auf dieser Seite das Brettchen habe. Okay. Die Cavanossis sollen als erstes in die Pfanne und angebraten werden. Danach sollen sie rausgeholt werden. Genau das machen wir jetzt. Ah, alles klar. Hallo Phoenix, ich begrüße dich. So, im Moment muss ich auf dem Laptop gucken, wer schreibt, weil mir ist gerade das Handy abgeschmiert und hängt jetzt an der Ladestation. Was bedeutet, ich muss immer hin und her gucken. Kann sein, dass ich da nicht immer sofort reagiere. Aber erst einmal ein ganz liebes Hi von mir. Also du kannst ruhig schreiben. Ich sehe immer zu, dass ich so regelmäßig nachgucke, ob jemand geschrieben hat, damit ich darauf reagieren kann. Aber im Moment ist es halt extrem ruhig. Du bist da, Mandra ist da und vielleicht auch der ein oder andere. Aber jetzt geht es erst einmal eh ans Schneiden. Da kann ich eh nicht viel machen. So, die Cavanossis schneide ich ganz gerne so ein bisschen schräg an. Ich weiß, es ist eigentlich egal, aber für mich persönlich ist das immer so ein, dann fühlt es sich so ein kleines bisschen nach mehr an. Oh. Jetzt ist mir aus Versehen ein Stück Cavanossi in den Mund gefallen. Da muss man echt aufpassen, das geht echt schnell. Der geneigte Beobachter sieht auch, dass ich jetzt kein Öl in die Pfanne gemacht habe. Die Cavanossi ist schon ziemlich fettig und bei der geringen Hitze, die ich jetzt gerade verwende, sollte das eigentlich ganz gut gehen. So, rein damit. Oh, die habe ich jetzt echt heftig schräg angeschnitten, aber ich weiß nicht, ich finde das cool. Ich habe immer es erinnert mich an diese, kennt ihr Currywurst Bravo? Currywurst, Bratwurst. Pommes, Currywurst, wo der dann die Bratwurst auch so schräg anschneidet und du dann das Gefühl hast, du hast viel mehr Wurst, als wenn er sie gerade geschnitten hätte. Das ist so hardcore hängen geblieben, dass ich das wahnsinnig gerne selber mache. Das ist immer so ein, das erinnert mich an etwas Positives. Und das finde ich schön. Ich werde doch trotzdem ein bisschen Rapsöl dran machen. Fühle ich mich dann doch besser. So, dann brauche ich ein Brettchen oder Teller, in dem Fall nehme ich ein Brettchen, weil Küchenwerkzeug, wenn ich es verwende für den Topf, für die Pfanne, egal was, man kann es ja nicht die ganze Zeit drin liegen lassen, deswegen nehme ich mir immer ein Brettchen und lege das auf die Seite, wo dann auch das Utensil mit drauf ruht. Da das jetzt einen Moment braucht, kann ich kurz nachgucken, was geschrieben ist. Ah ja, kein Problem. Wunderbar. Mein Vater hat gerade ein Bild von meinem Lieblingsnachtisch in unserer WhatsApp-Gruppe gesendet und ich bin so neidisch. Was ist das? Erzähl es. Erzähl, was dein Lieblingsnachtisch ist. Würde mich echt gern interessieren. In der Zwischenzeit rupfe ich den Strunk von den Tomaten runter, das Grün, damit wir sie gleich schön schneiden können. Die gleiche Vorbereitung mache ich übrigens dann auch bei den Zwiebeln und dem Knoblauch, dass ich sie nackig mache. Dann habe ich hier Platz, kann das Papier entfernen, wo ich den Biomüll sammle und habe ein bisschen mehr Freiraum. So, ich glaube, jetzt habe ich alles grün erwischt. Ja, nicht ganz.
Eine noch. So. Alle Tomaten sind nackig. Und alle Tomaten ins Waschbecken. So, rein mit euch. Die muss ich nämlich noch abwaschen. So, dann kümmere ich mich um die Zwiebeln. Auch die machen wir schon mal nackig. Das spart gleich jede Menge Zeit. Dann, wenn es halt ein bisschen schneller gehen muss. So. Einmal gerade kurz. Ach so, ich habe vergessen, die Kamera umzuschalten. Eieiei. So. Du schreibst mir den Namen auf D10. Na gut. Da bin ich gespannt. Oh, über sowas freue ich mich immer. So. Die Zwiebel ist halbiert, beziehungsweise die Zwiebeln werden alle halbiert. So, jetzt bin ich aber auch mit der Kamera auf dem Brettchen drauf, ne? Ja, mehr oder weniger. Gut. Doch. Rüber. Ich bin unglaublich, sagen wir mal, froh. Ich bin unglaublich froh. Worüber bin ich unglaublich froh? Oh, scheiße. Ich hasse das, weißt du? Wenn du mitten im Satz vergessen hast, was du sagen wolltest. Oh, zum Glück passiert mir das nicht so häufig. Alter Falter. Zwiebeln, oh, meine Zwiebeln. Zwiebeln, ja Zwiebeln, ja Zwiebeln. Eine Zwiebelle. Eine Zwiebeln. Viele Zwiebeln. Ein Schwarm Zwiebellen. Zwiebellen. Langsam macht die Pfanne Geräusche. Das ist schön. Das gefällt mir. So, die Vorbereitungen mit den Zwiebeln sind so gut wie erledigt. Die Vorbereitung mit den Tomaten kommt jetzt noch. Und noch der Knoblauch. Im Prinzip heißt es jetzt eigentlich nur noch klein schneiden und reinwerfen. Aber natürlich mit ein klein bisschen Liebe. So. Der geht gut ab. Die müssen auch nicht anknacken. Wenn der Knoblauch nicht so gut abgeht, dann knackt ihn. Dann nehmt ihr euch die Knoblauchzehe, legt sie hin, legt Messer drauf, drücken. Ende. Im Prinzip fällt die Knoblauchzehe aus der Schale raus. Hand-Augen-Koordination ist natürlich immer wieder voll für den Hintern. Oder ihr drückt sie mit der Hand vorsichtig an. Nicht zugfeste, sonst habt ihr direkt breit. Und dann ist auch da die Schale leicht zu entfernen. Oha! Ich sehe ganz viel Text. Haben wir denn da? Oh, das klingt aber sehr lecker. Hallo liebe Tanja, ich begrüße dich. Hi! Ich
Schön, dass du mich besuchen kommst in meiner Küche. In unserer Küche. Puh, Glück gehabt. So. Die Cabanossis in der Pfanne sollen Farbe bekommen. Bei einer Temperatur von 4 von 12 ist das ein bisschen schwierig. Ich kann jetzt auf halbe Stärke erhöhen, also auf 6 von 12. Und in die Vorbereitung gehen. Wichtiger Hinweis bei Knoblauch. Knoblauch bin ich unglaublich faul, aber ich nehme mir die Eigenschaften von dem Knoblauch. Ich mache mir die Eigenschaften von Knoblauch zunutze. Knoblauch ist nämlich, wenn er warm wird, wird er weich. Und das bedeutet, wenn ich dann die Dicke habe von den Knoblauchzehen, so wie ich sie gerne hätte, dann brauche ich den nur noch nehmen und ihn einstanzen. In dem Fall mache ich mir so ein kleines Schachbrettmuster rein. Das funktioniert mal besser und das funktioniert mal schlechter. Aber es ist egal, ob ihr das richtig durchtrennt oder ob es noch zusammenhängt. Hier in dem Beispiel hängt es ja noch ganz wunderbar zusammen. Aber das ist egal. Das Schöne ist, wenn Knoblauch warm wird, wird er weich. Und genau an der Stelle, wie mache ich mir das zunutze, mit meiner ultimativen Fähigkeit faul sein. Meine Frau sagt, das ist keine Fähigkeit, das ist ein Problem. Ich sage, alles klar, kümmern wir uns morgen. Wenn euch der Knoblauch übrigens zu sehr an den Fingern klebt, dann macht ein bisschen Wasser dran. Dann ist es wieder gut. Das ist auch, wenn ihr viel Knoblauch schält, dann passiert es relativ zügig, dass dann auch die Haut anfängt, so an der Haut zu pappen und ihr kriegt das kaum noch weg. Macht eure Finger nass und das Thema ist erledigt. Dann erreiche, indem der Knoblauch anfängt, überall zu pappen, mache ich halt genau das, was ich gerade gesagt habe. Denn ich mache mir mal gerade die Finger nass. So. Es braucht nicht viel und das Problem gegen der Knoblauch ist passé. So, Knoblauch schiebe ich ein bisschen auf die Seite auf dem Brettchen. Ich rieche wie der Cabanossi oder wie Cabanossi. Anfangen Farbe zu bekommen. Es duftet herrlich. So. Ein bisschen bewegen. Ich will sie nicht zu dunkel haben an einer Seite. Aber seht es euch mal an. Hier. Das ist die helle Seite. Und das ist die dunkle. Und es ist... Oh, ich liebe es, wenn sie diese Farbe haben, dieses Aroma, das sich ausbreitet. Das ist einfach herrlich. Ich mache die Kamera mal ein bisschen näher. Ganz hoffentlich bald auch mal live. Tanja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Übrigens, kurze Erklärung. Ich muss auf dem Laptop gucken, wenn was geschrieben wird. Das heißt, es kann immer mal sein, dass ich jetzt nicht sofort antworte. Also nicht wundern. Ist nicht böse gemeint. Phoenix, das ist cool. Wenn du OBS zum Laufen gebracht hast, dann kannst du übrigens auch auf jedem anderen, wo du dein Bild streamst, jetzt mit OBS arbeiten. Da quatschen wir mal in einer ruhigen Minute drüber, weil es mega cool ist, wenn man
OBS dazwischen setzt. Machen wir doch. So. Einmal die Cabanossis durchrühren. Ich will, dass sie so viel Farbe wie möglich an so vielen Stellen wie möglich bekommen. Eine Farbe und eine andere Farbe auf der anderen Seite, also roh und schwarz, muss da möglich sein. So, die Zwiebeln würfel ich. Zwiebeln würfel ich nach gleichen Schemata, nämlich Faulheit. Ich schneide die Zwiebeln zweimal diagonal an und nehme mir den natürlichen Ausbau der Zwiebel zunutze, um Würfel zu schneiden. Denn das Schöne ist, da die Zwiebel ja sowieso Schichten hat, entstehen ganz von alleine kleine Würfel, die kleben jetzt wie Hölle zusammen, aber es ist wundervoll. Und ich bin, mal Hand aufs Herz, wenn die Zwiebel im Gericht ist, wer hat jemals eine Zwiebel wiedergefunden und sich gedacht, ja, die ist jetzt aber nicht so schön geschnitten wie alle anderen. Also, ja, zugegeben, man muss Zwiebeln auch schön schneiden können. Bestes Beispiel, Mettbrötchen. Eine schöne gewürfelte Zwiebel oder ein schöner Zwiebelring auf dem Mettbrötchen. Das ist was fürs Auge. Aber im Gericht, da bin ich schmerzbefreit. Da bin ich sowas von schmerzbefreit. Ich sehe einfach immer nur zu, dass ich sie schön gegeneinander schneide, also zweimal diagonal. Und mit diagonal meine ich eigentlich immer diagonal zum Schwung, also da, wo ich den Schwung abgeschnitten habe, also hier unten, nehme ich mir immer als eine Richtung und schneide dann einmal so diagonal und gedreht so. Im Prinzip mache ich mir ein Karo-Muster rein. Man sieht, es dauert nicht lange, man muss jetzt nicht großartig irgendwelche Experimente starten. Eine Zwiebel nach der anderen wird bearbeitet. Und die letzte Zwiebel, naja. Die zwei letzten Zwiebelnhälften, zusammen gehören sie ja nicht. Ich rieche die Cabanossis, wie so die Röstaromen langsam in meine Nase steigen. Das heißt, ich muss noch kurz intervenieren. Sonst habe ich zu viele Röstaromen auf einer Seite. Schön. Ein bisschen angebacken am Boden, das ist gut. So, die Küchentür muss ich jetzt zumachen, weil sich so langsam aber sicher der Geruch auch in der Bude verteilt. Und es geht zur letzten Zwiebel. Die Zwiebeln sind auch vorbereitet und fertig geschnitten. Das heißt, ich kann den Biomüll jetzt tatsächlich schon mal entfernen. So vorsichtig einfalten. Da kann ich jetzt endlich mal gerade auf groß holen und mal gucken, was ich alles nicht gelesen habe. Ja, genau.
Wenn du mit deiner Webcam irgendwo anders präsent bist, sagen wir mal zum Beispiel in einem Teamspeak, Moment, das ist nur Ton, irgendwo, wo du in einem Chat bist, wo du auch Video überträgst. Nehmen wir Discord. Discord ist ein gutes Beispiel. Da kannst du ja deine Kamera hinsenden, ne? Also dein Bild reinsenden, wenn du das wollen würdest. Dann aber in diesem Moment, wenn du das tust, kannst du ja nirgendwo anders dein Bild haben. Ja, also die Kamera ist ja nur immer an einer Stelle liefert eine Kamera ihr Bild. Mit OBS ist das was anderes. Du kannst in OBS eine virtuelle Kamera starten und dann wird das Bild von der virtuellen Kamera anstelle von deinem Bild übersendet. Im Prinzip kannst du dann quasi als virtuelle Kamera das Kamerabild von OBS an ein anderes Programm senden. Das klingt jetzt noch kompliziert. Richtig lustig wird es in dem Moment, wo du merkst, du sendest ja nicht einfach das Kamerabild, sondern du sendest das Bild von OBS. Das bedeutet, wenn du eine neue Szene hinzufügst oder eine neue Szene darüber sendest, dann wird diese Szene im OBS gezeigt. Das ist zum Beispiel mega cool, wenn man irgendwelche Präsentationen macht über Lehrer sitzt da, sagt alles klar, hier, ich habe eine Aufgabe, zack, Szenenwechsel und die ganzen Schüler sehen nicht mit dem Lehrer, sondern sehen das Bild. Und diese Spielerei oder diese Möglichkeiten, die man dann hat, die man einspielen kann, sind mega geil. So. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Ein paar Röstaromen in der Pfanne. Die meisten Cabanossis haben schön Farbe bekommen. Sehr gut. Ihr solltet euch immer im Auge behalten, oder beziehungsweise mir fällt gerade auf. Ja doch, gut. Ihr solltet immer im Auge behalten, es muss nicht alles gleich perfekt sein. Ich zeige euch mal die Pfanne. Und man kann wunderbar sehen, es gibt dunkle Stellen, es gibt hellere Stellen und es muss nicht alles einheitlich sein. Ganz im Gegenteil, es ist sogar richtig gut, wenn ihr schöne dunkle Stellen und schöne helle Stellen habt, weil beim Essen dieses Mundgefühl, was entsteht, das werdet ihr lieben. Weil dann hat man diesen, es ist einfach viel mehr. Das Erlebnis Essen sollte nicht durch ein einheitliches Bild zerstört werden. Von daher, ich mache mal kurz das Fenster auf. Alles klar, Felix. Bei mir ist es so, ich habe es gerade erst herausgefunden, dass das funktioniert, deswegen bin ich davon begeistert. Ich brauche einen Teller. Cabanossis kommen raus. Ich nehme mir einen Schaumlöffel zur Hilfe. Das ist einer von den Gestalten, die sehr schlecht geeignet für Suppe sind. Raus. Ah, ein wildes Mietzi ist aufgekommen. Ja. Ich liebe das Sachen zu lachen. Du Schuft. Eine Cabanossi ist flüchten. Ich stelle die Temperatur jetzt wieder auf 4 von 12. Oh,
Es ist heiß. Es ist gut und es ist heiß. Oh. So, ich kann gerade mal kurz die Lüftung ausmachen. Ich schmeiß Knoblauch und Zwiebeln jetzt in die Pfanne rein. Da die Pfanne im Moment wirklich sehr, sehr heiß ist und ich noch ein bisschen Zeit brauche, bis ich die Tomaten soweit habe, lasse ich jetzt einmal schön die Hitze auf Knoblauch und Zwiebeln wirken. So, Öl ist genug drin, das Fett von den Cabanossis, die Röstaromen, die ich jetzt gerade mit den Zwiebeln vermenge und mit dem Knoblauch. Sehr schön. Und ich brauche den Deckel von der Pfanne. Ah, da ist er. Der Deckel ist jetzt wichtig, weil der entstandene Rauch beziehungsweise das Verdunsten, die verdunstende Flüssigkeit mir sonst verloren geht. Und das ist schade, weil sie ziemlich viel von ihrem Aroma jetzt gerade ausmachen. Natürlich wird die Hitze auch wieder zurückreflektiert durch den Deckel und es wird schneller heißer. Ist aber in dem Fall nicht schlimm, weil wir jetzt immer wieder Tomate reinschmeißen. So. Phoenix, ich lese gerade kurz. Ich habe nie was gesagt, mein Freund. Ich habe nie was gesagt. Du bist der Profi. Hey, vielleicht kannst du sogar mir helfen, das Ganze besser einzustellen. Hätte ich auch nichts gegen. So. Dann schnappen wir uns die Tomate. Die Tomaten muss ich gerade mal kurz waschen. Das ist nämlich noch nicht passiert. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wie hätten wir sie gerne, weil am Ende werden sie sowieso auseinanderfallen. Da ist es schon fast egal. Ich würde sagen, ich halbiere sie und mache dann mehr oder minder ungleichmäßig große Streifen offensichtlich. Und ich merke, ich muss mein Messer schärfen. Ja. Übrigens, die Haut lasse ich absichtlich dran. Normalerweise würde ich hingehen und sagen, alles klar, die Tomate wird vorher gehäutet. Das macht man übrigens mit Tomate in kochendem Salzwasser, bis die Haut sich anfängt, an der eingekreuzten Stelle zu lösen. Da kann man sie wunderbar abziehen. Aber bei mir ist es so, dass ich jetzt erstmal ein anderes Messer nehme. Ich kriege gerade die Krise, dass ich das nachschärfen muss. Das finde ich furchtbar. So. Was wollte ich sagen? Ich lasse die Haut allerdings dran. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Ich weiß nämlich, meine Frau liebt und hasst es gleichzeitig, die Haut rauszupiddeln. Es ist egal, was für ein Gericht es ist, es ist egal, was, sobald es die Konsistenz von Haut hat, muss sie es zwangsläufig aus dem Gericht entfernen. Und das ist eine richtige Fitzelsarbeit. Und ich verwehre ich ihr diese Freude, ich weiß es überhaupt gar nicht, ob es wirklich eine Freude ist, aber sie kann es halt nicht lassen. Also bekommt sie von mir was zu tun. Gehört. Natürlich hast du alles gehört, ich rede ja auch noch. So. Einmal rein mit den Tomaten. Eigentlich soll es so ungefähr ein Kilo sein, was in der Pfanne landet. Es ist
Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Oh, die Tomaten vermenge ich jetzt mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Ungefähr 1,5 Kilo. 1,5 Kilo? Ungefähr. Ah, okay. Übrigens, die Kamera ist jetzt so eingestellt, dass sie dich sogar atmen hört. Also du kannst ganz normal reden und jeder kann dich hören. Okay, dann gehe ich. Halt! Nicht abbauen. Dafür ist es mir jetzt Gesellschaft oder so. Sollen wir? Sollt ihr, wollt ihr, könnt ihr, weiß macht ich ihr? Nicht, wollen wir? Ich weiß nicht, ob ihr es wollt. Das wäre doch schön. So, erst einmal Deckel wieder drauf. Jetzt kann ich auch die Temperatur ganz hoch machen, nämlich auf 12 von 12. Halt den mal in die Kamera. Was sagst du, wollen wir? Ihr wollt. Halt mal deine Muschi in die Kamera, damit ich ein 5 Milliarden Keks bekomme. Das werde ich nicht machen. Machst du doch gerade. Das ist mein Kater. Mein Pummelmann. Für die, die es nicht wissen, Pummelmann ist Anubis. Mein Pummelmann. Ich habe ihn eben hochgehoben. Weiß er wieder nicht, was er will? Nicht so richtig. Aber er ist fluffig, ohne Ende. Das ist cool. Das Brot ist im Ofen und ist noch 18 Minuten drin. Dann ist es fertig. Zufrieden? Sehr schön. Die Tomaten sind übrigens sehr reif, also auch sehr, sehr weich und sehr, sehr flüssig. Aber das ist gewünscht. Tatsächlich ist das gewünscht. Oh, ich freue mich auf das Gericht, das wird richtig lecker. Anni hat gerade gesagt, es sind ungefähr 1,5 Kilo, die hier entstanden sind, beziehungsweise die jetzt hier gerade verarbeitet werden. So. Alles schön in die Pfanne rein. Ihr merkt, ich habe in der Pfanne noch keine Kräuter drin, beziehungsweise noch keine Gewürze. Das hat einen ganz klaren Grund. Ich will nicht, dass sie verbrennen. Einmal kurz ein bisschen durchmengen. Und wieder den Deckel drauf. So. Die Sache ist die. Ich kann euch nicht auflisten, welche Kräuter, aber extrem viele Kräuter vertragen es nicht, wenn sie anbrennen. Dann werden sie bitter. Und diese Bitterstoffe verteilen sich im ganzen Essen. Was bedeutet, seid lieber vorsichtig, lasst es nicht allein, es sei denn, ihr wisst genau, dass ihr das Endergebnis so haben wollt. Der Grund, weswegen ich jetzt erstmal die ganze Tomate reinschmeiße, Temperatur ist hoch, Tomate ist drin und dann zum Schluss kippe ich die vorbereiteten Kräuter hinein. Genau damit das nicht passiert. Dann kann es schön aromatisieren und dann ist das Essen schon fast fertig. So, aber zurück zu den Tomaten. Denn da sind immer noch ein paar Tomaten, die halbiert und dann in Scheiben geschnitten werden wollen. Natürlich ist es egal, wie groß ihr die Scheiben macht, weil letzten Endes wird es in der Pfanne nur eine blasse Erinnerung an eine ehemalige Tomate sein. Und es wird eher breiartig. Aber es ist ein leckeres breiartig. Wenn man mehr Konsistenz von der Tomate haben möchte, größere Stücke schneiden und weniger lange
ja, kochen, braten. Also in dem Fall ist es ja tatsächlich eher ein Kochen, wegen der vielen Flüssigkeit, die da schon drin ist. So, die letzten zwei Tomaten. Das Schöne ist, das Timing ist perfekt, nahezu perfekt, denn das Brot ist gleich fertig. Das kommt auf Seite, Deckel ab, rein mit den Tomaten. Brettchen auf Seite und die vorbereiteten Kräuter hinein. So, das Ganze rühren wir dann einmal um. Oha, ich glaube, dann nehme ich tatsächlich lieber den Schaumlöffel. Ich habe nämlich so das Gefühl, das macht sich jetzt gerade deutlich besser, wenn ich das Ganze unterhebe. Es ist kein Umrühren. Es ist tatsächlich jetzt gerade ein Unterheben, weil sonst würde ich eine echte Sauerei machen, die so um die Pfanne drumherum passiert. Ich ziehe das mal gerade so in eure Richtung. Es ist tatsächlich, ich hebe nur die drunter unter das Essen oder unter die Tomaten und hebe es einfach nur so ein bisschen unter. Weil einfach durchrühren ist gar nicht drin. Es funktioniert gar nicht, dass ich das mache. Das mache ich jetzt ungefähr so lange, bis ich sicher bin, dass überall ein bisschen von den Kräutern gelandet ist. Und als wäre die Pfanne nicht schon voll genug, kommen jetzt die Cabanossis wieder rein, die dann auch noch über ihren typischen Geschmack nochmal mit ans Essen abgeben. Und auch an der Seite machen wir das gleich nochmal. Ich hebe vorsichtig die Cabanossi unter, damit es nicht spritzt oder die Pfanne unnötig verlässt. So. Jetzt müsste ich ungefähr an jeder Stelle mindestens einmal gewesen sein. Kleiner Fun Fact. So, das kann jetzt erst einmal ziehen. Wenn ihr die Cabanossi zu scharf angebraten habt und ihr Angst habt, dass sie zu hart geworden sind, genau jetzt in dem Moment in der Pfanne wird dieses zu hart entfernt. Aber die Aromen bleiben. Ah, Werbung. Bitterstoffe sind nie gut. So wieder da. Dann willkommen zurück aus der Werbung. Werbung vorbei. Ich lese gerade, was du geschrieben hast, Phoenix. Aber solche Sachen, da nehmen wir uns lieber Zeit für. Aber es ist cool, dass du dich damit auskennst. Dann weiß ich, wen ich fragen muss. Das ist immer eine sehr, sehr gute Sache. Ich merke gerade, wenn ich rede, dass ich dazu neige, wieder lauter zu reden. Dieses Lautreden ist ja gar nicht nötig, weil wir uns ja hier ganz normal unterhalten können. Ich muss mich tatsächlich dazu zwingen, nicht laut in die Kamera zu sprechen, was ich die ganze Zeit vorher immer tun musste, weil das Mikrofon ansonsten nicht so gut aufgenommen hat. Und da ihr jetzt alles hört, ich weiß, es halt, ist mir klar, kann ich nichts dran ändern im Moment, aber allein die Tatsache, dass ihr jetzt hört, wie ich atme, ist eine Verbesserung. Definitiv eine Verbesserung.
Morgen, Sonntag. Doch, morgen sollte ich Zeit haben. Dann können wir uns gerne zusammensetzen und ein Röhrchen quatschen, hätte ich nichts gegen. Ich habe gerade auf den Kalender geschaut, aber da steht nichts drin, also kein Problem. Jetzt ist gerade Endspurt angesagt. Ich koche das Ganze jetzt in der Pfanne noch einmal kurz ein bisschen auf. Und dann schalte ich die Pfanne aus und mit der Resthitze bringen wir die letzte Zutat ins Gericht hinein. Und zwar, jetzt hätte ich fast Feta-Käse gesagt. Also es gibt Tage, so, Mozzarella, unechter italienischer Mozzarella. Warum sage ich unechter italienischer Mozzarella? Klar, der Herr mit der italienischen Ader weiß es, aber Mozzarella in seiner Ursprungsform wird aus Büffelmilch hergestellt. Das hier hingegen ist Kuhmilch. So, dann holen wir mal gerade die Mozzarella da raus. Die Lake kippe ich weg. Das Ganze kann auch direkt in den Mülleimer rein, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Pfanne kann ich ausschalten, die Resthitze reicht voll und ganz aus. Hast du jetzt auf die Schnelle eine Uhrzeit im Kopf? Lass uns doch einfach 14 Uhr sagen. Einfach mal so aus der Hüfte geschossen. Sehr schön. Also tatsächlich ist der erste oder der ursprüngliche Mozzarella tatsächlich Büffelmilch. Aber ganz ehrlich, ich finde es lecker. Ende. Passt. Und das sieht auch sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Einmal hier rüber gezogen. Ich denke, das sollte man gut sehen können. Ah, man sieht es nicht ganz so gut, aber es ist herrlich. Es ist wirklich ein schönes, ein schöner Geruch, ein schönes Bild. Und genau da machen wir jetzt noch ein bisschen Mozzarella rein. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich ihn am besten präsentiere. Ursprünglich sollten da Mozzarella-Kugeln rein. Ne, so kleine Kügelchen, die halt in dem Essen sich gut präsentieren. Ich denke, ich werde eine ähnliche Kugelform in eckig wählen, indem ich einfach ganz grob den Mozzarella reinwürfel, ihn unterhebe. Und dann ist es lecker und gut. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, als ich mich angefangen habe, mit Lebensmitteln zu beschäftigen, muss ich sagen, war Mozzarella in meiner Wahrnehmung eigentlich immer nur auf dem Snackteller mit Basilikum und Tomate. Schön geschichtet, mit Pfeffer und Salz bestreut und dann so dargereicht, dass man davon gut naschen kann.
Es ist auch heute noch eine super Sache. Macht sich auf dem Tisch Bombe. Aber wenn ich mir überlege, wie wenig manche Gerichte Aufmerksamkeit bekommen, wo man sich dann denkt, ach, ich habe es eigentlich immer nur für das eine oder ich habe es eigentlich immer nur für das andere verwendet. Da ist das schon ziemlich cool. Also ich liebe es, Sachen dazu zu lernen. So, da die Pfanne mittlerweile extrem voll ist, ich komme mal ein bisschen hier rüber, dann kann man es besser sehen. Die Pfanne ist wirklich extrem voll. Muss ich jetzt ganz vorsichtig mal das Ganze unterheben, damit der Mozzarella jetzt schön Temperatur bekommt. Wie gesagt, die Pfanne ist aus. Das, was jetzt hier noch blubbert, beziehungsweise ich habe es ja runtergenommen von der Pfanne, ist von der Herdplatte, ist wirklich nur noch die Resthitze. So. Und man sieht, egal wie groß oder klein ich die Tomate geschnitten habe, sie ist weg. Ja, im Prinzip haben wir jetzt hier eigentlich eine stückige Tomatensuppe. Aber lecker. So, das wandert hier rüber. Der Deckel wandert drauf. Das lasse ich noch so ein kleines bisschen ziehen. Denn wir sind in den letzten Minuten, wenn ich das richtig sehe, geht es Richtung fertigem Brot. Das Brot ist gleich durch. Genau das meine ich. Man kennt es. Man kennt es von, irgendwo kennt man es immer ja. Ne? Entweder sei es von irgendwelchen Feiern oder man ist mal zu Besuch eingeladen worden und dann gibt es das so auf einem Teller, wo man dann ne, da, sich davon was abnehmen kann, wie beim kalten Buffet oder so. Aber das meine ich. Man kennt es immer nur aus einer Richtung und es holt einen nicht ab. Und dann plötzlich merkt man, dass so viele schöne, wunderbare Zutaten plötzlich ein ganz neues Spektrum erreichen. Und das finde ich mega cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin wahnsinnig gespannt auf das Brot. Es ist das erste Mal, dass ich es selber gemacht habe. Von daher ist es natürlich Bombe geworden. Keine Frage. Na, jetzt bin ich immer mal gespannt, Phoenix, was da jetzt kommt. Was kochen wir eigentlich, wenn ich vorbeikomme? Ich glaube, das planen wir kurzfristig, meine Liebe. Aber im Prinzip kannst du dir fast alles wünschen, außer Leber und Holz. War sehr lecker. Also klar, ohne Frage. Wenn es dir schmeckt, wenn du es großartig findest, sei herzlich willkommen, ganz klar. Aber hast du mal überlegt, nur als Denkanstoß, Scheibe Brot, Hirtenkäse bzw. Hüttenkäse, ne? Hüttenkäse. Der kleine, krisselige Käse, den man im Töpfchen kaufen kann, darüber Tomatenscheiben, darüber Basilikum und das Ganze dann so leicht mit kaltgepresstem Olivenöl beträufeln und das dann mal essen. Natürlich mit so ein bisschen Salz, Pfeffer abschmecken, ganz klar. Aber probier das mal. Ich persönlich finde das mega und es hat auch so eine Frische, wenn man das isst. Fällt mir gerade so an. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, meine lieben Freunde. Das Essen ist fertig.
Das Brot ist fertig. Jetzt kommt es nur noch darauf an, was wir da aus dem Ofen rausholen. Haha, ich bin gespannt. Ich freue mich. Also, von außen betrachtet, sieht es gut aus. Oh ja. Von außen betrachtet, sieht es gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Ich brauche jetzt, Moment, genau, ich brauche ein Holzstäbchen. Es ist nicht durch. Das braucht man. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte jetzt so gerne einen Anschnitt gezeigt. So, nochmal rein in den Ofen. So. Dann mache ich Folgendes. Ich setze jetzt nochmal 10 Minuten an. So. Alles klar, Phoenix. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Wir treffen uns morgen. Phoenix spielt ein Spiel, das nennt sich Genshin Impact. Warte mal, war das Genshin Impact? Ich meine ja, ne? Genau. Stell dir einfach vor, dass du mit einer Anime-Figur, entweder männlich oder weiblich, das kannst du dir aussuchen, durch eine Welt ohne Grenzen laufen kannst. Natürlich ist die Welt irgendwann auch mal zu Ende, aber es gibt keinen festen Pfad, wo du dich drauf bewegen musst, sondern solltest. Du kannst aber überall hin, wo du willst. Du kannst auch Wände hochklettern und gucken, was da oben ist. Du kannst runtersegeln. Du kannst dich in dieser Welt frei bewegen und sammeln, stärker werden, Monster bekämpfen. Oder einfach nur da sitzen und den Sonnenuntergang betrachten. Es ist gratis und es ist extrem cool. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht zu viel spiele, weil sonst hänge ich da wieder zu lange drin. Und das tut mir nicht gut. Ich brauche dann immer ein bisschen Abstand. Aus sehr gutem Grund, mein Freund. Aus sehr, sehr gutem Grund. So, Phoenix, wir sehen uns morgen. Und ich bin sofort wieder da. Ich muss gerade mit meiner Backfee Rücksprache halten. Bis gleich. Die Stunde ist rum, es ist durchgelaufen. Ich habe ein Holzstab in der Hand reingekickt und es ist noch flüssig geklebt. Ich habe jetzt 10 Minuten eingestellt. Alles. Beim Einschieben habe ich schon ein bisschen aufgestellt. Genau das ist jetzt. Okay, ich habe Rücksprache mit meiner lieben Backfee gehalten. Sie sagt 10 Minuten nochmal nachschauen, ist eine gute Sache, würde sie genauso tun. Also alles im grünen Bereich. Laut meiner Uhr sind das dann jetzt auch noch 7 Minuten. Was mich zu einer Frage führt. Tanja, gemeinsam kochen bzw. uns treffen und kochen. Da hätte ich zwei Fragen. Nämlich die erste ist, bei dir oder bei mir,
Und die zweite ist, beziehungsweise bei dir oder bei uns. Und die zweite Frage ist, hast du schon eine Vorstellung, was du gerne machen wollen würdest? Ja, einfach ein Eintopf, was Ausgefallenes, 29-Gänge-Menü, werde ich nicht machen, aber ich wollte dir einfach die Möglichkeit geben, einen Vorschlag, den ich abschmettere, zu machen. Hast du dir da diesbezüglich schon mal irgendwelche Gedanken gemacht? Weil ich persönlich denke überhaupt gar nicht über Essen nach, sondern ich freue mich, ein Gericht zu kochen, wenn es sich gewünscht wird. Deine Idee hast du oben geschrieben. Oha. Dann lass mal gucken. Moment, ich scrolle mal. Was hältst du von Crepes? Einmal herzhaft, einmal süß. Halte ich grundsätzlich für lecker, aber mach die Pfanne nicht mit. Ich brauche eine neue Pfanne und in der Pfanne Crepes machen ist leider, sagen wir mal, es wird mehr Kaiserschmarren als Crepes. Ist ansonsten, finde ich, süß oder herzhaft, wenn man es austauschen kann als Gericht, wahnsinnig geil. Hatte ich dir erzählt, dass ich mal aus hier Quarktaschen selbst gemacht habe, einen Blätterteig gekauft, weil den kauft man einfach. Ich kann den nicht selber machen. Aber Blätterteig, dann Füllung, Quarktasche selber angerührt, als süße Beilage. Und dann habe ich noch eine Art von Chili angesetzt, für eine herzhafte Einlage. Und das Ganze nochmal mit, oh Gott, was war das dritte gewesen? Ich glaube nur Hackfleisch als Füllung. Aber ich liebe dieses, was du... Das Gericht, was du als herzhaft und das Gericht, was du auch gleichzeitig als süß oder anstelle als süß präsentieren kannst, finde ich mega cool. Ohne Scheiß. So. Eine Crepespfanne. Mandra ab ins Bett. Moment, bevor du Mandra ins Bett schickst, möchte ich ganz gerne noch wissen, ob es dir wieder besser geht, Mandra. Das klang ziemlich fiebrig, was so in letzter Zeit von dir kam. Deswegen würde es mich schon interessieren, ob es dir wieder besser geht. Und was meinst du mit E-Herd? Ich habe Herd mit Heizspirale und ich habe Herdplatten mit Induktion. Da, 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 da. Nee, der soll ins Bett und schlafen. Das klingt so ein bisschen, als wärst du noch nicht so ganz gesund, mein Freund. Dann sieh mal zu, dass du dich finalisiert gesundest, mein Lieber. Wie gesagt, ich bringe die Crepes Maker mit. Warte mal, Crepes Maker, ist das das, was du schon mal gemacht hast? Diese flache Platte, wo man den Teig drauf kippt und dann mit diesem Holz-T-Stück das ganze Ding da verteilt? Das hattest du doch schon mal gemacht, als wir bei dir zu Besuch waren, als du noch in damals in Troisdorf gewohnt hattest. Ah, okay, 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 okay. Ja. Wenn man dann eine herzhafte Variante macht, muss man das dann separat kochen und kippt das dann quasi, keine Ahnung, Crepes zu einem Trichter machen und dann von oben rein und dann wie so ein Dürüm essen? Das, ich bin gerade ein bisschen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das ist ja eine sehr, sehr dünne Sache. Sie sagt ja. Puh, da bin ich gespannt. Vor allem bin ich jetzt gerade mega gespannt auf dieses blöde Brot. Ob jetzt die letzten 10 Minuten für das Finale gereicht haben. Ah,
je nach Füllung. Hey Mizi. Willst du Tanja Hallo sagen? Ich gehe nicht mehr vor die Kamera. Du kannst trotzdem Hallo sagen. Hallo. Hallo Tanja. Es tut mir leid, offensichtlich will sie dir nicht Hallo sagen. Offensichtlich mag sie dich nicht mehr. Vielleicht will sie auch nie wieder was mit dir zu tun haben. Hast du schlecht über sie geredet? Oder mit ihr? Oder warst du gemein zu ihr? Oder hat meine Frau ihre 5 Minuten? Auf jeden Fall lacht sie da hinten. Also Tanja schreibt in Großbuchstaben Hallo und ruft dir ein Hallo entgegen. Ich will, dass das Brot gut geworden ist. Ich bin so ein bisschen so, ich will, dass das Brot gut geworden ist. Ich sollte eigentlich gleich mal da sein. Wir nehmen das Brot jetzt mal raus. Die Zeit ist abgelaufen, also fast 15 Sekunden noch. Oh mein Gott. So. Dann, zweiter Versuch. Raus mit dem Brot. Ha. Boah, dieses Ding macht echt Stress. Genau wie Dachse. So, dann. In der Mitte? Da, wo es am dicksten ist, musst du nachgucken, ob da auch durch ist, weil da ist ja dick. Sieht aber gut aus, hängt nichts dran. Wann können wir das anschneiden? Lass es ein bisschen auskühlen, sonst macht es so Brösel-Brösel. Brösel-Brösel? Ja. Soll ich es direkt rausholen aus dem Ding? Ja. Machen wir das. Das raus ist dann. Du kannst ja einfach Funk machen. Das habe ich vor. Ich will einfach Funk machen. Also, das Brot, so wie es jetzt gerade da ist. Moment, ich muss mal gerade. Du bist ein bisschen Vollidiot. Oh, ich muss mir echt mal die Shortcuts hier anders legen. Das Brot ist durch. Das Holzstäbchen sagt, das Brot ist in Ordnung. Wo ich mich doch gefragt habe, ob das Probleme macht, also am Ende vom Brot, macht gerade Probleme. So. Einmal raus. Raus, 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 raus. Und runter. Ich glaube nicht, dass es hier immer Probleme gibt. Das hier gibt es auch nicht. Was soll das denn heißen? Heiß, heiß, heiß. Nee, Quatsch. Ich wollte gucken, ob das Brot gut zu sehen ist. Das Brot ist definitiv gut zu sehen. Oh, ist das heiß. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, ein bisschen abgestandenes Brot zum Naschen. Ein Abkühlgitter wäre gut. Ich nehme einfach das Rost, auf dem es gestanden hat. Geh zu, geh zu.
lasse es jetzt erst einmal ein bisschen so abkühlen und dann nehme ich das Backpapier weg, damit sich nicht zu viel Feuchtigkeit von unten bildet. Wichtig ist, wenn man etwas abkühlen lässt, es bildet sich Feuchtigkeit. Heißt, nicht einfach nur stehen lassen, sondern dafür sorgen, dass ihr es entweder umdreht oder Luft zirkulieren kann. Im Moment ist es so, dass unter dem Brot hier noch das Backpapier ist. Das kommt gleich, wenn es so ein bisschen abgekühlt ist, nehme ich das ab. Dann lege ich das Brot nur auf das Rost drauf, sodass das schön durchkühlen kann. Das Essen ist fertig, das Brot ist gebacken. Ich kann euch leider keinen Anschnitt zeigen. Das kommt aber als Foto auf Instagram. Also, ne? Dann seht ihr das fertige Produkt. Und ich schmeiße euch jetzt einfach nach draußen. Oh, ich sehe gerade Werbung. Super. Genau jetzt, wo ich Tschüss sagen wollte, kommt Werbung. Dann machen wir dann Folgendes. Dann bereite ich schon mal den Stream vor. Beziehungsweise ich frage mich gerade, ob sich das überhaupt lohnt. Zwei Zuschauer. Und 52. Ah, das hat sich so gar nicht gelohnt. Sehr schade. Heiß. Das Backpapier können wir nochmal für Pizza benutzen. Oder für Pommes oder für was anderes. Wäre doch schade, das einfach wegzuschmeißen. Muss ja nicht sein. So. Ich hätte ja wahnsinnig gerne noch einen schönen Anschnitt gezeigt, aber das Brot muss erstmal runterkühlen. Da lässt sich leider Gottes nichts machen. Das Brot ist auf dem Rost, es muss abkühlen, das Papier drunter ist entfernt. Heißt, jetzt wird erst einmal gegessen. Ich verabschiede mich. Es war schön, dass du da gewesen bist, Tanja. Und Mandra, vielen Dank für deinen Lurk. Die tapferen zwei dieses heutigen Kochstreams. Wahrscheinlich, weil die Uhrzeit einfach zu spät gewesen ist. Aber macht nichts. So ist das nun mal. Hat mich trotzdem gefreut, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, wir hören uns die Tage wieder. Würde mich freuen. Und jetzt wird lecker gegessen. Von daher, macht's gut, ihr Lieben. Das seid ihr auf jeden Fall. So. Und es geht auch direkt raus aus dem Stream. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bye, bye. Los, funktioniert.